herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Der nächste Brand News Adventskalender ist da. Ich habe auch das Gefühl, dass der ein bisschen schwerer ist. Was ich leider sagen muss, also die Brand News Adventskalender sind dieses Jahr alle ausnahmslos wirklich bescheiden verpackt. Sagen wir es, wie es ist, bescheiden verpackt. Irgendwie nicht richtig zugeklebt. Hier an der Seite ist auch etwas kaputt irgendwo. Hier seht ihr das eingerissen. Ist natürlich, oh nein, ist jetzt nicht, ist zu weit oben. Doch, hier seht ihr es. Ist eingerissen, ist natürlich ärgerlich. Also mit der Verpackung könnten sie ein bisschen besser machen. Es würde ja schon reichen, wenn die, also das ist in einem Karton drin, der ist genauso groß wie der Kalender, aber es ist bloß ein Klebestreifen drüber. Und der ist bis jetzt bei jedem Kalender, was ich von Brand News bekommen habe, kaputt gewesen, der Streifen. Ja, egal. Ihr wisst ja, von den ersten zwei war ich nicht so begeistert. Also das Weeds hat mir gar, also... Der Sweets war überhaupt nicht meins. Der Family Adventskalender, der war so lala auch. Der Degusta-Box Adventskalender, den habe ich ja auch auf jeden Fall auch diese Woche ausgepackt. Irgendwie Donnerstag, glaube ich, habe ich den ausgepackt. Der hat mir besser gefallen, hat da aber auch einiges an Wiederholung drin. Irgendwie habe ich nicht viel, viel Erwartung jetzt mittlerweile an die Brand News Kalender. Jetzt geht noch der lilane ab, der Feel Good Adventskalender. Und von Degusta-Box geht noch der internationale Adventskalender ab. Den gibt es auch leider, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Also zumindest habe ich online geguckt und habe den nicht mehr entdeckt. Nur noch den normalen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wir haben hier auf jeden Fall ein Heftchen mit dabei. Hier steht: Hallo Nusi, seit 2006 zaubern unsere Weihnachtswichtel mit viel Liebe Adventskalender für euch. Und auch dieses Jahr haben sie wieder mit Freude einen Classic-Adventskalender für dich zusammengestellt. Prall gefüllt mit leckeren Überraschungen. Gestern noch am Nordpol, heute schon bei dir zu Hause. An 26 Tagen kannst du dir diese besinnliche Adventszeit versüßen lassen und dich Türchen für Türchen auf köstliche Food-Highlights freuen. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber eines ist sicher: Für jeden Geschmack, für groß und klein, für wirklich jeden ist etwas dabei. Wir wünschen dir eine genussvolle und fröhliche Adventszeit. Dein Brand News Team und die Weihnachtswichtel. Genau, und dann ist noch Werbung von der Coolbox und so weiter und dann Spoilerwarnung. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Die Nummer 1, die ist hier oben und hier haben wir auf jeden Fall wieder was sich wiederholend ist. Den hatten wir auch im Family Adventskalender drin. Einmal von Gutfried Junior, Geflügel, Mini, Salami mit Palmfett geräuchert. Ich meine, ich freue mich drüber, aber im Endeffekt, es ist eigentlich... Also ich finde es schon gut an sich, aber verstehe es jetzt immer Classic Adventskalender nicht so wirklich, weil das ist ja eher für Kinder. Und im Family Adventskalender, da macht es auf jeden Fall Sinn. Im Classic Adventskalender weiß ich jetzt nicht, weil den kaufen sich doch eher Erwachsene. Weiß nicht. Gutfried Junior, Geflügel, Mini, Salami. Der perfekte Snack für große und klein. Ob für die kleine Auszeit zwischendurch oder als leckerer Begleiter auf dem Pausenhof. Die Gutfried Junior Mini Salami ist immer die richtige Wahl. Dieser leckere Snack passt ideal in jede Brotdose und sorgt für Energie, gute Laune und einen besonderen Geschmack, der begeistert. 2,49 Euro kosten 10 Stück. Also finde ich an sich auf jeden Fall gut, aber es ist halt wieder eine Wiederholung. Das heißt, wenn man sich jetzt den Family Adventskalender kauft und den hat man zumindest schon mal eine Wiederholung. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Das Schöne ist hier, dass beim Family Adventskalender ist es, glaube ich, in einer anderen Tür drin, nicht in der 1. Dann habe ich wenigstens ein bisschen verteilt. Die 2 ist hier. Hier haben wir auch eine Wiederholung drin. Sowas aber auch. Ja. Und zwar von Jaila Ayran Joghurt Drink Mango oder Erdbeere. Erlebe den unverwechselbaren mediterranen Geschmack mit den Jaila Ayran Joghurt Drinks. Der ausgewogene Mix aus Joghurt, Wasser und einer Prise Salz bietet einen köstlichen Genuss und passt perfekt zu vielen Mahlzeiten, besonders zu scharfen Gerichten. Natürlich köstlich und erfrischend, eine traditionelle Spezialität, die dich begeistern wird. Kostet 99 Cent, 250 Milliliter. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hier wenigstens die Mango-Version mal drin habe, weil die Erdbeer-Version hatten wir im anderen Kalender. Boah, ich hoffe, das geht jetzt aber nicht so weiter. Deswegen meistens macht es keinen Sinn, mehrere Kalender von Brand News zu kaufen. Es ist leider so. Die 3, die ist hier. Nix. Leer. Nein, es ist was drin. Es ist bloß runtergefallen. Hier haben wir tatsächlich was Neues. Und zwar von Everest Bar. Everest Bar Dark Chocolate Sea Salt Nut Bar. Der sieht echt lecker aus. Das sind echt schöne große Schokostückchen mit drauf. Der hört sich mega lecker an, da bin ich gespannt. Wir gucken mal, was der kostet. Da hätte es auch noch andere gegeben, und zwar Caramel Sea Salt, oh, der wäre auch schön gewesen, oder Cranberry Chocolate. Da bin ich froh, dass ich den nicht habe, weil ich habe es nicht mit Cranberry. Everest Nut Bar. Der neue Everest Nut Bar bietet leckeres Snackgenuss für die nötige Energie im Alltag. Sie sind in 3 Sorten erhältlich: Dark Chocolate in Sea Salt mit Mandeln, Cashews, Kakaonips, Zartbitterschokolade und grobem Meersalz, Caramel in Sea Salt mit Cashews, Mandeln, Erdnüsse
Erdnüssen, Karamell und groben Meersalz sowie Cranberry and Chocolate mit Erdnüssen, Mandeln, Cashews, fruchtigen Cranberries und Schokolade. Alle Riegel sind vegan, ballaststoffreich und palmölfrei, kosten 1,40 für 35 Gramm. Ja, den finde ich nicht schlecht. Wäre mir jetzt auch egal gewesen, ob jetzt der Karamell oder der Schokoriegel drin ist. Nur der Cranberry, da hätte ich mich jetzt nicht so drüber gefreut. Aber es ist wenigstens was Neues, da freue ich mich sehr darüber. So, die 4 ist was sehr, sehr Kleines. Ja, die kennen wir leider auch schon zu Genüge, aber zumindest waren die in die anderen Adventskalender nicht drin. Und zwar von Mitsuba Thai Chili Crispies. Bist du bereit, Asien in einer Handvoll Snacks zu erleben? Mitsuba Thai Chili Crispies sorgen für einen knackigen Genuss und ein intensives Geschmackserlebnis, das dich direkt nach Thailand entführt. Überraschend mild machen die Mitsuba Thai Chili Crispies auch alle glücklich, die es nicht allzu scharf, aber schön würzig mögen. Kostet 1,99 für 30 Gramm, ist schon echt viel für 30 Gramm, finde ich. Die hatten wir letztes Jahr auch sehr viel in den Adventskalendern vertreten, deswegen ist es nichts Neues. Aber es ist zumindest dieses Jahr was Neues und da freue ich mich drüber. So, dann die 5. Die 5 ist... Habe ich mein Heftchen runtergeworfen. Auch was Neues, sehr schön. Ist zwar nichts für mich, aber dafür für meinen Mann und es hört sich echt lecker an. Und zwar The Winter Edition Iced Vanilla Berry Energy Drink. Belebt Geist und Körper. Das hört sich nicht schlecht an. Ich glaube, das wird mein Mann mögen. Ich habe es ja nicht mit Vanille und allgemein nicht mit Energy Drink, aber mein Mann, denke ich. Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry. Die Temperaturen sind gesunken und die Luft ist wieder frischer. In dieser Wintersaison kann sich Deutschland über die Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry freuen. Die seit Mitte September 2024 für begrenzte Zeit erhältlich ist. Die diesjährige Red Bull Winter Edition bietet den Geschmack von Blaubeere, Vanille und hat eine eisig frische Eukalyptusnote. Kostet 1,29, 25 Cent. Okay, Beere, Vanille und Eukalyptus? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich werde es eh nicht trinken. Hier sieht auf jeden Fall schon mal was raus, was mir verpackungsmäßig leider was sagt. Die 6, Nikolaus. Hoffentlich was Schönes. Okay. Die finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen traurig, die zwei kleinen. Hätte man eine große, da gibt es auch große auch, da hätte man eine große Packung auch reinpacken können. Aber es sind immerhin zwei drin, deswegen finde ich es nicht schlecht und ich liebe Luaka-Waffeln. Das ist schon mal sehr gut. Bei mir fehlt hier die... Nein. Hab falsch aufgeblättert. Luaka-Gardena-Schokowaffeln. Es gibt Momente, in denen man sich einfach etwas Köstliches gönnen möchte. Und dafür sind die schokolierten Gardena-Waffeln von Luaka perfekt. Ob mit einer cremigen Erdnussbutterfüllung umhüllt von dunkler Schokolade, von dunkler Milchschokolade oder mit feiner Schokoladencreme zwischen knusprigen Waffelschichteln umhüllt von zarter Milchschokolade. Beide Sorten bieten ein unwiderstehliches Knuspererlebnis und sind auch ideal für unterwegs. 2x38 Gramm, genau, kosten je 79 Cent. Ich liebe zwar Luaka, aber irgendwie in der 6 ein bisschen enttäuschend, muss ich leider sagen. Aber trotzdem, also über die Produkte an sich freue ich mich mega und die kenne ich auch noch nicht, deswegen da bin ich sehr gespannt. Ich kenne zwar die normalen Luaka-Waffeln, aber noch nicht die, die mit Schokolade überzogen sind. Da freue ich mich und bin auf jeden Fall gespannt, wie die schmecken. Die 7 ist was Kleines hier. Hier haben wir... Okay, das hatten wir auch schon irgendwo drin, auf jeden Fall. Und zwar von Ruf Bio-Veganer Eiweißersatz für Süßspeisen zum Backen. Natürlich mit Liebe. Ja, das ist jetzt das dritte Produkt, was sich wiederholt beim 7. Türchen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ruf Bio-Veganer Eiweißersatz. Mit der veganen Eiweißalternative in Bio-Qualität von Ruf ganz einfach vegan backen oder Desserts zaubern. Für Kokosmakronen, Schokoladenmus, Baiser oder Omelette. Ohne tierisches Eiweiß. Eine Packung entspricht 4 Hühnereiweiß. Einfach 10 Gramm des Eiweißersatzpulvers mit 80 ml Sprudelwasser anrühren und anschließend wie Eischnee beliebig weiterverarbeiten. Kosten 20 Gramm 89 Cent. Dann habe ich gesagt, das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall testen. Da werde ich, denke ich, Makronen damit machen. Ja, kann man brauchen. Wie gesagt, das ist jetzt leider auch wieder eine Wiederholung. Ist ein bisschen schade. Die 8, die ist hier ein großes Türchen und ein volles Türchen. Mein Gott, haben die das voll gepackt. Ja, das ist was für mich. Ist natürlich aber auch was in der Box schon drin war. Und zwar von Storo Bramen, einmal das Bier. Ist wirklich mega lecker, ich mag es total gerne, deswegen ich freue mich auf jeden Fall darüber. Storo Bramen Premium Lagerbier. Storo Bramen Premium ist ein Lagerbier mit leichtem und frischem Geschmack. Seit über 150 Jahren steht Storo Bramen für erstklassige Braukompetenz. Gebraut von Experten für Experten. Nach dem Reinheitsgebot und mit hochwertigsten tschechischen Premium-Hopfen. Gebraut passt es ideal zu Steak, Fisch sowie Pizza. Wir wollen uns heute tatsächlich Pizza bestellen, wie passend. Nastrovir. kostet 99 Cent mit 18 Pfand. Da freue ich mich. Auch wenn es eine Wiederholung ist, da freue ich mich auf jeden Fall. Schönes Produkt. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass die dieses Jahr dieses Papier zum Ausstopfen verwendet haben und nicht wieder das Stroh. Weil das Stroh, das war echt abartig. Ich habe jetzt noch im Teppich Sachen von diesem Stroh hängen. Bekomme ich nie wieder los. Und dann die 9, die ist hier. Ja, und das ist jetzt auch wieder eine Wiederholung. Das heißt, wir haben jetzt das 5.
fünfte Wiederholung, sechste Wiederholung. Okay, verstehe ich nicht. Ist da was verrückt drin? Werden wir sehen. Aber wenn zwei Produkte drin wären, das wäre natürlich cool. Nein, wir haben hier eigentlich nämlich drin die Brandnuss Gummibärchen. Oder Kartoffelchips. Brandnuss extra breite Kartoffelchips oder Fruchtgummis. Entdecke die Snackwelt der leckeren Brandnuss-Produkte 100% natürlich, 100% Geschmack. 100% neuartig. Die extra breit geschnittenen Kartoffelchips bieten dir einen knusprig intensiven Kartoffelgeschmack mit Meersalznote, während die Fruchtgummis für süße Abwechslung sorgen, egal ob herzhaft oder süß. Mit diesem Snack wird die Adventszeit garantiert noch genussvoller. Genau, 1,29 bzw. 1,49 kosten die, 35 und 80 Gramm. 35, genau, die kosten 1,29, die Kartoffelchips hätten 1,49 gekostet. Was das jetzt von Dr. Oetker hier drin macht, keine Ahnung. Das kennen wir schon, hatten wir jetzt ein paar Mal in der Box drin, deswegen, da habe ich jetzt auch genug. Aber wenn es ein extra Produkt wäre, dann wäre es nicht schlimm. Zu den Kartoffelchips, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die sind mega lecker. Die Gummibärchen, die habe jetzt ich noch nicht probiert, aber meine Mama hat sie probiert und die fand die auch mega lecker. Ist ein schönes Türchen, wenn das umsonst drin war. Sonst ist es natürlich leider auch wieder eine Wiederholung. 10. Ein neues Foodie. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ein Foodie ist gleich ein Meal Gaming Edition. Orange Style. Ein Orange Style Foodie. Der ist tatsächlich neu. Und zwar Ehrmann Foodie Gaming Edition. In dieser Flasche steckt ein Drink, der es wirklich in sich hat. Ein Foodie ist gleich ein Meal. Mit 30 Gramm Protein, Ballaststoffen und Vitaminen enthält er alle wichtigen Nährstoffe, die dein Körper benötigt. Diese Trinkmahlzeit mit fruchtigem Orangengeschmack ist zudem frei von Zuckerzusatz, Gluten und Laktose. Kostet 3,49 für 400 ml. Da bin ich echt gespannt. Vor allem, ich mag Orange echt wirklich gerne. Das interessiert mich jetzt mega. Und das kenne ich auch noch nicht. Ja, da freue ich mich drüber. Dann die 11. Wieder was Kleines. Auch wieder eine Wiederholung. Aber eine Wiederholung, die eigentlich immer geht. Und zwar von Monna Wien einmal die Original Neapolitana. Meine Güte, ich kann es nicht mehr aussprechen. Monna Original Neapolitana Waffeln. Die Monna Original Neapolitana Waffeln bestehen aus 5 Lagen zarter Waffel, gefüllt mit 4 Schichten feinster Haselnuss-Kakaocreme mit Fair Trade Kakao aus hauseigener Röstung in Wien. Die Größe der Waffel ist mundgerecht bemessen. Die Doppelaluminiumfolie mit den roten Aufreißfahrten wurde in den 60er Jahren eingeführt und hält die Waffeln auch heute noch frisch und knusprig. Kostet 99 Cent. Sage ich zu Weihnachten auf jeden Fall nicht nein. Wie gesagt, das ist ja leider wieder eine Wiederholung. Das muss man leider dazu sagen. Aber trotzdem an sich ein tolles Produkt. Die 12. Die ist hier ein großes Türchen. Die hatten wir aber auch schon in der Box drin, glaube ich. Und das ist das, was es halt so ein bisschen langweilig macht. Wenn sich dann ständig Sachen wiederholen, echt schade. Homan Salat Mayonnaise. Drück mal auf die Tube. Bei dir gibt es heute Pommes mit Mayo oder Kartoffelsalat. Dann drück doch mal auf die Tube. Die beliebte Homan Salat Mayonnaise gibt es jetzt auch in der praktischen Tube zum Quetschen. Perfekt für Campingfans, Picknickliebhaber und natürlich alle Genießer zu Hause. Mit ihrer rein pflanzlichen Rezeptur ist sie auch für vegane Foodies geeignet. Du findest die 200 ml Tube im Soßenregal in vielen Supermärkten. Kosten 1,99 für 200 ml. Kennen wir leider auch schon, aber ja, ist ein schönes Produkt auf jeden Fall. Das ist halt das, ich kann jetzt nicht viel zu den Produkten sagen, weil sich halt vieles wiederholt und es echt mittlerweile ein bisschen langweilig ist, die auszupacken. Ist halt leider so. Warum soll ich euch da irgendwie was anderes erzählen? Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Also wir hatten schon ein paar Ostmann-Gewürze drin, aber diese Sorte noch nicht, und zwar Ostmann Winterküche würziges Kartoffelgratin. Deftiges Gewürzsalz. Das hört sich mega lecker an. Kartoffelgratin, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ostmann Winterküche würziger Kartoffelgratin. Mit der Ostmann Winterküche zauberst du dir und deine Liebsten in der kalten Jahreszeit echtes Soulfood für gemütliche Momente zu Hause. Dank ausgewählter Gewürze und einem einfachen Rezept gelingt dir im Handumdrehen ein herrlich würziger Kartoffelgratin, der dir an kalten Tagen garantiert auch die Seele wärmt. Kostet 1,89 für 15 Gramm. Da freue ich mich. Ja, werde ich zu Weihnachten am 13. vielleicht Kartoffelgratin machen. Gucken wir mal. So, die 14. Die ist hier unten. Die kennen wir leider auch schon, aber die mag ich mega, mega gerne tatsächlich. Von Lorenz einmal die Saltlets Pausencracker. Mit Chia, Lein und Sesamsamen. Und mit Meersalz. Und zwar Saltlets Pausencracker. Saltlets Pausencracker ist perfekt für jede Pause. Der Vollkornsnack mit leckeren Chia, Lein und Sesamsamen ist ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Einfach lecker. Jederzeit und überall. Egal ob pur, belegt oder zum Dippen. 2,19 € kosten die. Die sind nicht billig für 100 €. Ist aber leider halt auch eine Wiederholung. Aber, das muss ich jetzt schon sagen, so von den Wiederholungen zwischen den Kalender hält sich es noch in Grenzen. Da habe ich tatsächlich mit mehr gerechnet, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Bis jetzt hält sich es gut in Grenzen. So, das war jetzt die 14, die 15. Das ist noch...
Wir haben hier von Fenty Mans Ginger Beer drin. Crafted Botanical Ginger Drink with Herbal Extracts. Das hört sich ja mega an. Da freue ich mich tatsächlich drüber, Leute. Da freue ich mich echt drüber. Fenty Mans Ginger Beer. Fenty Mans Ginger Beer ist ein erfrischendes, fermentiertes Getränk mit einer kräftigen Ingwergeschmack und einer leichten Schärfe. Hergestellt nach traditionellen Brauverfahren, vereint es natürlichen Ingwer, Kräuterextrakte und feinste Zutaten zu einem spritzigen Geschmackserlebnis. Perfekt, pur, auf Eis oder als Mix für Cocktails. 249 für 275 Milliliter. Da freue ich mich echt drüber. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich habe es zwar nicht so mit Ingwer, aber wenn es mit Bier gemischt ist und jetzt nicht zu viel ist und wenn es mir nicht schmeckt, dann werde ich es meinem Mann geben, der liebt Ingwer. So, dann die 16, die ist hier unten. Hier haben wir auch was ich noch nicht kenne. Finde ich sehr gut. Überraschungsprodukt. Okay, da kann ich euch nichts dazu vorlesen. Ich denke, das haben sie reingepackt. Da wussten sie noch nicht, was reinkommt. Oh My Shock von Dr. Oetker Soft and Creamy Chocolate Cream. 2 Portionen mit Chocolate Crispies. Oh, sieht echt lecker aus. Das sieht wirklich lecker aus. Und die werde ich auf jeden Fall machen. Da habe ich nämlich jetzt ein paar. Die hatten wir schon ein bisschen verteilt in Adventskalendern. Da hatten wir schon welche, aber andere Sorten. Was ich mega cool finde. Kann ich mich ein bisschen durchprobieren. Das finde ich dann nicht schlimm. Wenn von einem Produkt verschiedene Sorten drin sind, das finde ich nicht schlimm. Dann die 17, die ist hier. Das ist das, was sich leider wiederholt. So Sole, oder wie man das ausspricht, Hello Celo Rainbow. Swoozel and Tycoon. Kann ich jetzt leider nicht viel damit anfangen, muss ich jetzt leider sagen. Zwar Sosole Jellies. Erlebe mit Sosole Jellies ein buntes Geschmacksabenteuer. Die aromatischen Fruchtgummistreifen sind mit saurem Zucker überzogen und bieten ein spritziges Kauerlebnis. Jeder Bissen begeistert mit intensiven Fruchtaromen und sorgt für einen erfrischenden Genuss. Zum Teilen oder für unterwegs. Kostet 1,79 für 75 Gramm. Ihr wisst es, ich hab's nicht mehr sauer, deswegen. Und es ist halt eine Wiederholung, ist auch schade. Und dann die 18, die ist hier. Das ist leider auch eine Wiederholung, aber eine Wiederholung, über die ich mich jetzt persönlich freue. Und zwar von Leimer einmal die Suppenklößchen wieder mit feinen Gartenkräutern und Sonnenblumenöl. Weil die nehme ich auf jeden Fall dann mit in die Arbeit und werde die da essen. Leimer Suppenklößchen, die leichten vegetarischen Klößchen mit feiner Gemüsenote. Eine besondere Suppeneinlage für klare und gebundene Suppe. Für den schnellen Genuss die leichten Klößchen einfach 5 Minuten in der Suppe mit erhitzen. 1,49 für 100 Gramm. Nein, da freue ich mich drüber, die kann ich auf jeden Fall brauchen. Wie gesagt, für die Arbeit. Dann die 19, jetzt juckt meine Nase. Ist was Großes. Auch eine Wiederholung. Ja, jetzt war eigentlich eine Zeit lang wieder besser, jetzt wieder schlechter. Och Mensch, Leute. Ich versuche die nächste Seite auf. Das ist echt nicht leicht mit einer Flasche. Die hat mir nämlich auch schon drin. Es ist zumindest mal eine andere Sorte, weil letztes Jahr hatten wir überwiegend diese Tropical drin, also Grapefruit oder Wassermelone. Also die kann ich auch nicht mehr sehen. Jetzt haben wir die leichte Limo drin in Zitrone. Hela leichte Limo Zitrone. Zitrus frisch statt zuckersüß. Hela leichte Limo Zitrone ist Limo-Liebe auf den ersten Schluck. Sie schmeckt nicht nur fruchtig leicht, sie ist es auch. Mit weniger Zucker als herkömmliche Limonaden und ohne Süßstoffe ist sie zugleich weniger süß und kalorienarm. Hol dir den Sommer nach Hause. 95 Cent und 25 Cent. Pfand. Ich kenne sie zumindest noch nicht. Jetzt habe ich sie zweimal, kann ich sie zweimal trinken. Die 20. Ach ja, hier gehören dann wahrscheinlich, oder? Die Streusel rein. Haben sie falsch reingeräumt. Oder? Würde jetzt wahrscheinlich Sinn machen. Ja, dann finde ich es wieder doof, weil dann ist es wieder Wiederholung und kein Zusatzprodukt. Hätte mich jetzt gefreut. Steht aber was ganz anderes drin. Ich stelle es mal in der Weile hier rein, aber hier unten ist auch nichts, oder? Keine Ahnung, wo das hingerutscht ist. Aber hier steht was anderes drin, denn eigentlich müsste drin sein, ich lese es euch mal vor, ein Bamboo Garden Cook It Easy Pet Thai Noodles Würzpaste. Das ist aber natürlich was, das kann da drin ja auch schön rumfallen, deswegen mal gucken. Bamboo Garden Pad Thai ist ein beliebtes thailändisches Nudelgericht, bestehend aus einer Vielzahl von Zutaten, die in einer würzigen Soße kombiniert werden. Es ist bekannt für seinen einzigartigen Geschmack, der süß, salzig, sauer und umami kombiniert. Ob im Wok oder in der Pfanne, das beliebte Thai Street Food kannst du jetzt mit dieser Würzpaste in kürzester Zeit mit wenigen Handgriffen zu Hause zubereiten. Kostet 1,49 für 45 Gramm. Wie gesagt, vielleicht schwirrt es noch hier irgendwo rum, wir werden es sehen. Die 21. 21 ist hier. In der 5 ist es auch nicht drin, oder? Nee. Könnte aber auch die 25 sein. Da ist nämlich was bei der 25, aber es könnte natürlich auch einfach das Produkt sein. 21. Auch was Neues, kenne ich noch nicht. Das hört sich ja mega lecker an, Fruchtaufstrich. Und zwar den Fruchtaufstrich Himbeere und der sieht echt mega lecker aus. Also ich glaube, dass das nicht so wie eine Marmelade ist, sondern so ein richtig schöner Fruchtaufstrich. Nein, Gamle Fabrik Fruchtaufstrich Himbeere. Seit über 180 Jahren stellt den Gamle Fabrik Fruchtaufstrich aus erlesenen Früchten und Beeren her. Wie in alten Zeiten wird der Fruchtaufstrich in offenen Gefäßen ohne zu kochen zubereitet und anschließend schon in den Gläser gefüllt. Der Himbeerfruchtaufstrich hat eine reichhaltige Konsistenz
Essenz von Beeren, wodurch ein frischer, intensiver Geschmack entsteht. Die Himbeeren sind süß und gleichzeitig leicht säuerlich im Geschmack. Hört sich mega lecker an. 3,49, 380 Gramm. Wir hatten ja jetzt ein paar Mal von, war das von Dr. Oetker? Bin mir jetzt nicht sicher, hatten wir doch dieses Päckchen zum Fruchtaufstrich machen drin. Sie packen gleich einen Fruchtaufstrich rein. Habe ich keine Arbeit damit wenigstens. Nein, da bin ich sehr gespannt, den werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe es zwar nicht so mit Himbeeren, aber ich liebe Himbeeren in ihrer Ursprungsform. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Himbeermus, finde ich. Also das werde ich auf jeden Fall testen. Bin ich mega gespannt. Habe ich schon vorgelesen? 3,49. Ist okay für die Größe, würde ich sagen. Ist okay. Nein, das ist ein schönes Produkt. Da freue ich mich drüber. Und dann die 22. Die ist hier wieder was Kleines. Auch wieder eingepackt. Nein, nicht schon wieder. Das hatten wir in dem anderen Adventskalender in der 6 drin, was ich mega enttäuschend fand. Und vor allem habe ich gesehen, dass andere in der 6 was anderes drin hatten, was ich dann noch beschissener fand. Und zwar Odenwälder Marzipan Weihnachtsschmuck geflammt und Schwein Pumba. Entdecke die köstlichen und kreativen Kunstwerke von Odenwälder Marzipan. Ob der geflammte Weihnachtsschmuck oder edler Gaumenschmaus. Für den Weihnachtsbaum oder das charmante Schwein Pumba als Leckerbissen und schöne Silvesteraktion. Hier ist für jeden etwas dabei. Kostet 1,75 und 2,29. Ist das toll? Ja, Wahnsinn. Würde ich nicht kaufen, gebe ich euch ehrlich zu. Also mein Mann wird wahrscheinlich zu Silvester geschenkt bekommen, jetzt 2 Stück. Hier ist es zumindest nicht in der 6 drin. Also in der 6 fand ich das leider echt enttäuscht im anderen Adventskalender, muss ich jetzt leider sagen. Das war die 22, die 23 ist wieder was Großes. Kennen wir leider auch schon, aber ich liebe es. Die schmeckt so gut, Leute. Die schmeckt so hammerlecker. Und zwar von Bonduelle einmal die Lunch Bowl. Karotten, Kichererbsen, Mais, Quinoa, Carrots, Chickpeas, Korn, Quinoa. Wird auf jeden Fall mit in die Arbeit kommen. Kann ich euch mega empfehlen. Die schmeckt auch ohne Soße echt wahnsinnig lecker. Bonduelle Lunch Bowl. Lunch Bowl ist der innovative Mix aus Hülsenfrüchten, Getreide und Gemüse. Verfeinert mit Kräutern und nativem Olivenöl sonst nichts. Eine leckere und natürliche Protein- und Ballaststoffquelle, die man schnell und einfach warm oder auch kalt genießen kann. Perfekt für Flexitarier, Vegetarier und Veganer. 100% natürliche Zutaten, 100% pflanzlich und 100% lecker. 2,49. Billig, ja, für eine Portion und vor allem ist es auch jetzt nicht eine Riesenportion. Für mich reicht es für die Arbeit auf jeden Fall und wirklich ist es sehr, sehr lecker. Also falls ihr so Hülsenfrüchte und so weiter mögt, dann probiert die mal. Liebe ich. Ja, wir kommen zu den wichtigen Tagen. Die 24. Wer jetzt Weingummis mag, für den ist es super. Für mich leider nicht. Aber die wird dann mein Papa bekommen. Ist alles gut. Die bekommt er einfach zu Weihnachten dazu. Red Band Fruchtgummi Assorti. Assorti ist die klassische Mix aus 5 fruchtigen Geschmacksrichtungen, unterschiedlichen Formen und Formen in Premium Plant Pack Stehbeutel. Vom Fruchtgummi-Experten Red Band. Die Fruchtgummi Assorti zeichnet die einmalige Variationsreichtum der nachahmliche Geschmack und die spezielle Konsistenz aus. 1,69 kosten die 200 Gramm. Weiß nicht, finde ich jetzt tatsächlich in der 24 auch ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht auch bloß, weil ich halt keine Weingummis nicht mag. Wie gesagt, mein Papa wird sich darüber freuen. Losbekommen tue ich es auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir aber noch die 25 und die 26. Wo ist denn die 25? Die ist gleich daneben. Ein Kinder Bueno. Nein, da freue ich mich schon drüber. Also über das Kinder Bueno weit freue ich mich auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall wegkommen. So, also ich habe jetzt tatsächlich hier kein Gewürz mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es hier einfach dahinter ist. Da muss ich tatsächlich nachher gucken, wenn ich alles fotografiere. Aber es kann natürlich schon sein, dass sie einfach ein altes Produkt aus den Boxen reingepackt haben, weil sie das nicht mehr hatten. Und das finde ich... Das fände ich nicht gut. Muss ich euch ehrlich sagen, das fände ich nicht gut. Aber jetzt machen wir erstmal noch die 26. Hier haben wir, hatten wir zumindest noch nicht hier drin, aber in die Gusterbox Adventskalender hatten wir den schon drin. Die Sorte kenne ich noch nicht, deswegen finde ich es noch nicht so schlimm, weil wir hatten ja jetzt die Karamellsorte und die Schokoladensorte gefühlt 10-mal in den Boxen drin, dass man sie nicht mehr sehen konnte. Aber das ist jetzt das Brand Mini Kakao Shot. Also Schoko. Brand Mini Zwieback Kakao Shot. 1,49, 85 Gramm. Launch September 2024. Mini Zwieback mit extra Kakaogeschmack, knusprigen Knapperspeis mit der extra Portion Kakao im Zwieback und im Topping. Und das war dann alles, was in dem Adventskalender drin war. Was sage ich zum Adventskalender? Also man muss jetzt wieder ehrlich sein, es ist sehr viel Wiederholung drin. Wie gesagt, wenn jetzt diese Paste, die neu gewesen wäre, für mich tatsächlich durch ein altes Produkt aus den Boxen ersetzt wurde, wäre ich echt wütend. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, jetzt wenn ich alles fotografiere, ob das vielleicht noch irgendwo hier drin ist. Fände ich nicht gut. Es sind zwischendurch immer wieder wirklich tolle Produkte drin. Und ich muss sagen, ja doch,
es wiederholt sich doch wieder einiges aus den anderen Adventskalendern. Also ich kann euch nicht empfehlen, dass ihr mehr kauft von Brand News als einen. Einer ist auf jeden Fall genug, weil da wiederholt sich dann so viel. Es lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, wie gesagt, es wird halt mittlerweile ein bisschen langweilig, die auszupacken, weil es sehr viel Ähnliches immer ist. Sehr viel Ähnliches. Hier waren jetzt ein paar Highlights drin, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich muss sagen, er ist auf jeden Fall nicht so schlecht wie der Sweets Adventskalender. Der hat mir gar nicht gefallen. War einfach nicht mein Geschmack. Der Family Adventskalender, der war so, die waren jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht toll, weil eben viel Wiederholung und bla und blub. Die waren eher so mittelmäßig und da würde ich den jetzt tatsächlich auch einordnen. Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut, muss man jetzt ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz werde ich ihn gerne an Weihnachten auspacken und dann würde ich das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie hat euch der jetzt gefallen? Welchen fandet ihr bis jetzt am besten? Wie gesagt, ich fand tatsächlich bisher den Degusterbox Adventskalender am besten. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch einmal den Degusterbox Adventskalender international, der kommt, und der Brand News, der lilane, der Feel Good. Bin ich gespannt, vielleicht macht noch einer von denen das Rennen. Wer da jetzt der Beste ist, da bin ich echt gespannt. Ja, und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Würde ich mich auch sehr freuen darüber und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.